Willkommen bei der Abschlusssendung von Mein Vorbild und somit auch der Abschluss des Projektes. Ich begrüße hier die Gäste und die Zuschauer von dem Fernseher. Mit mir sind hier heute Heike Bremer, Justina Ratzma und Ahmed Fandi. Genau. Und Frau Bremer, Sie sind ja ein Teil der Geschäftsführung. Und wie kam es zu dem Projekt? Erzählen Sie ein bisschen darüber. Von der Idee des Projektes bis hin zur Umsetzung ist ein langer Weg, ne? Aber vielleicht also das Projekt selbst, worum geht es da? Also es sind, zum Ziel hat das Projekt, dass jugendliche Migranten, die hier in unserer Stadt leben, aber vielleicht noch nicht genau wissen, welche Ziele sie verfolgen oder wie sie Ziele, die sie vielleicht haben, aber erreichen können, wie sie das alleine umsetzen können. Das kann ganz verschiedene Arten und Weisen sein. Das kann sein im Bereich Ausbildung, vielleicht was möchte ich später einmal werden, wo soll es hingehen mit mir. Vielleicht haben sie auch, wissen sie noch nicht so richtig, was sie in ihrer Freizeit machen können, haben wenig Freunde oder vielleicht gar keine Freunde. Sie sind hergekommen in unsere Stadt aus einem anderen Land, wo alles auch ganz anders gewesen ist. Die Schule war vielleicht ganz anders. Sie haben Freunde, die sie dort verlassen haben. Sie waren vielleicht in einem Sportverein, haben vielleicht Musik gemacht. Also ihr ganzes Freizeitumfeld, das ist weggebrochen und sie müssen sich hier neu finden. Und da gibt es aber viele Menschen, die diesen Weg genauso gegangen sind wie Sie und die es geschafft haben, die hier erfolgreich die Schule absolviert haben, die ganz erfolgreich eine Ausbildung vielleicht gemacht haben oder vielleicht sich in dieser Ausbildung noch befinden, aber denen das da großen Spaß macht, die einen tollen Beruf ergriffen haben, vielleicht die sich selbstständig gemacht haben oder im Sport oder im Kunstbereich erfolgreich sind und die diesen jungen Menschen, die sich also noch ein bisschen finden müssen, wie ich schon gesagt habe, eine Orientierung geben können und sie anspornen können und vielleicht auch sie unterstützen können. Darum ging es in diesem Projekt. Es ging also darum, sogenannte Vorbilder zu finden. Dieses Projekt heißt ja nicht umsonst Mein Vorbild. Also vielleicht findet der Jugendliche jemanden, der ihn ganz persönlich anspricht. Vielleicht finden wir, und das haben wir, aber auch Vorbilder gefunden, die für viele ein Vorbild sind und wo man dann, wie es dieses Mein, da ist ja das M in Klammern gesetzt, wo man sagt, ja, du bist ein Vorbild und Jugendliche orientieren sich an dir oder an dir oder an dir und aus den ganz verschiedenen Bereichen. Ne? Also und ich habe vorhin schon angefangen, das habe ich ein bisschen vorweggenommen. Also die Idee kam eigentlich über viele Jahre schon, weil wir ja schon, das PETS gibt es seit 1985 und von Beginn an arbeiten wir ja mit Jugendlichen oder mit Menschen überhaupt zusammen, die aus anderen Ländern kommen und wir wissen eben um ihre Geschichte und ja, aber wie gesagt, die Idee zu haben und die Idee dann auch umsetzen zu können, in diesem Falle ist es ein Projekt, was ein gemeinwesenorientiertes Projekt ist für Jugendliche vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Aber das ist noch so ein Weg. Man hat eine Idee, man plant ein Projekt, das Projekt wird bewilligt, man freut sich, aber das dann auch tatsächlich umzusetzen, dafür braucht es gute Mitarbeiter und vielleicht ist das die Brücke zu den Kollegen von mir, die hier neben dir sitzen. Ja, also zu der Umsetzung kommen wir gleich. Die erste Frage ist, was war euer allererster Gedanke, als ihr von dem Projekt erfahren habt? Was ging euch so durch den Kopf? Ich habe mich erst sehr gefreut, dass ich in dem Projekt überhaupt arbeiten darf. Ich habe mich gefreut, dass ich wieder mit den Jugendlichen arbeiten werde und dass ich auch in so einem neuen, für mich ganz innovativen Projekt, so kann man sagen, auch medialen Projekt arbeiten werde und mich ausprobieren kann, weil das, also Medien und alles, wenn es um das Thema geht, Filme, Interviews zu führen und so weiter, das ist ein ganz neues Bereich für mich, vielleicht jetzt weniger so neu, aber habe mich darauf gefreut. Ja, für mich, bevor ich im Projekt als Mitarbeiter angefangen habe, hat mein Bruder mir erzählt, was Sam heißt. Er ist auch ein Vorbild im Projekt. Ja, er hat mir erzählt, wie man kann im Projekt oder was machen auch. Ja, und das hat richtig mir ein großes Interesse gemacht. Ja, und dann bin ich drin und jetzt ich kann die anderen Leute helfen, besonders die Jugendlichen. Ja, es hat mir richtig auch so gefreut. Ja.
Und dieses Projekt ist ja so umfangreich, wie Sie alle schon erzählt haben. Und war es eigentlich einfach, diese Projektidee umzusetzen? Ja, ich habe schon erwähnt, das ist ein neuer Bereich für mich, für uns. Ja. Und wenn es um Medien geht, um dieses Thema, das war mit der Zeit einfacher. Wir haben viele Schulungen hier bei Radio Visa gehabt. Und dank Radio Visa könnten wir auch vieles schaffen können. Und das war mit der Zeit einfacher, ja. Ja, für mich auch. Es war so einfach. Ich hatte auch nichts mit Medien zu tun. Dann mit Zeit, wie Justina sagt, wir haben dann alles geschafft mit der Hilfe von Radio Weser TV. Aber ich kann auch noch sagen, wir saßen auch ganz am Anfang noch und haben die Idee, die Projektbeschreibung durchgegangen und haben auch gelesen, genau. Und dann haben wir auch unsere Vorstellungen geäußert und ja, und die Fantasie, also im Prinzip, die man auch über diese Ideen entwickeln kann. Ja, also das eine, also was kann man alles machen? Wir wollten ja von Anfang an, dass es ja ein sehr öffentlichkeitswirksames Projekt wird. Ja, und welche Öffentlichkeit, oder wie kann man die Öffentlichkeit erreichen? Auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen? Ne? Und also das hat auch total Spaß gemacht, ne? Sich da in diesen Ideen zu finden, ne? Und dann zu versuchen, die umzusetzen. Ne? Genau. Das war schön. Hat es geklappt. Und wie du gerade erwähnt hast, ihr habt ja auch mit Radio Weser kooperiert. Und habt ihr es nur mit Radio Weser geschafft? Habt ihr es vielleicht eher allein geschafft? Oder gab es andere Kooperationen, die geholfen haben? Ja, es gab Kooperationspartner und vielen, also Beispiel Hochschule Bremerhaven, das ist auch unser Hauptkooperationspartner, sowie Jugendmigrationsdienst Bremerhaven und Radio Weser TV. Das waren drei Hauptpartner des Projektes. Aber es gab viele andere Institutionen, die mit uns das Projekt selbst unterstützt haben und mit uns zusammengearbeitet haben. Das waren zum Beispiel Familienzentren Bremerhaven. Dienst Migrationsdienst, auch Hochschule hat es so gesagt, ja, Vereinen auch, Verein für gleiche Rechte. Mhm. Ja, Dienstleistungszentrum, ja. Theater Bremerhaven, Oberschulen, Werkstattschule, Kulturbüro und viele, viele andere, die ich weiter erzählen könnte. Ja, insofern kann man sagen, dass das Projekt ja eigentlich, also mit der Idee ist man offene Türen eingelaufen. So. Also genau, war, ja. Das ne, hat sich hat, so ein Netzwerk gebaut, kann man sagen, also, aufgebaut. Dass diese Idee, also nicht nur, dass wir das so empfanden, dass es eine gute war, die es umzusetzen gilt, sondern dass man relativ schnell und problemlos, das habt ihr ja gemacht in der Zeit, diese Partner gefunden hat. Also da musste man... Nicht das waren auch bitten. Kirchen, ja. Sage ich. Ja. Kirchen. Mhm. Und ja. Und mit den Partnern, die ihr kooperiert habt, zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, Hochschule oder Jugendmigrationsdienst, welche Veranstaltungen gab es mit denen? Ihr hattet ja so viele Veranstaltungen. Und kannst du ein paar Beispiele nennen, was ihr mit euren Partnern gemacht habt? Ja. Die Veranstaltungen, ich kann sagen, es gab drei Arten von Veranstaltungen und Workshops, die wir durchgeführt haben, zusammen mit unseren Partnern. Da gab es die Gruppenveranstaltungen, wo sich die Vorbilder zusammen mit den Jugendlichen, wo die Vorbilder und Jugendliche zusammengebracht wurden. Und dort auch fand den Austausch statt. Gab es auch, also die Vorbilder haben ihnen Geschichten erzählt, einfach Impulse gegeben. Es gab auch andere Art, das waren Veranstaltungen, wo wir, also Exkursionen, sogenannten Exkursionen, wir sind mit den Gruppen zum Vorbild gegangen, ob das berufliche Bereich, sportliche, künstlerische Bereich war. Und dort haben die Jugendlichen Chance, ein bisschen zu schnuppern von dem, was der Vorbild dort macht. Und auch natürlich die Geschichte von dem Vorbild sich anzuhören. Es gab wir aber haben auch Vorbildertreffen, das machen wir in jedem Quartal.
entweder bei uns im Pädagogischen Zentrum oder bei Radio Visa TV. Und dort treffen wir sich mit die Vorbilder und dann planen wir zusammen mit was Neues oder neue Veranstaltungen. Und dort auch die Jugendlichen wurden auch eingeladen. Genau, das war so ein internes Treffen, wo sich die Vorbilder für sich getroffen haben und unter sich weitere Veranstaltungen geplant wurden. Es gab aber auch individuelle Treffen der Vorbilder mit dem Jugendlichen. Das fand immer nach individueller Absprache statt und so wurden die Jugendlichen weiter individuell durch den Vorbild weiter begleitet, betreut, beraten. So. Ja, das ist schön und das hat auch so viele Menschen erreicht. Ihr hattet über 300 Teilnehmer. Das war einfach größer als gedacht. Hättest du jemals gedacht, dass es so erfolgreich wird, das Projekt? Ich muss sagen, ich habe schon daran geglaubt, dass es erfolgreich wird. Und eigentlich schon von vornherein selber mit Frau Bremer, ganz am Anfang habe ich schon diesen heutigen Treffen auch gesehen, diese Veranstaltung, habe ich gesagt, ja, und das wird so und so und da kommen so viele Menschen und dann haben wir schon das und das erreicht. Und ja, ich habe es gewusst, dass es doch erfolgreich wird, vielleicht nicht gewusst, dass es solche Dimensionen annimmt. Aber ich glaube, genau das ist das. Ja? Also wenn man jetzt dich hört, das ist das, was ich eben immer so schön fand, die Projektmitarbeiter müssen daran glauben. Und man sieht eben, dass diese Projektmitarbeiter hier, die haben das Strahlen in den Augen und sie wollten das und sie reißen Leute mit und begeistern Leute für die Idee. Und ich denke, nur so geht das. Und so hat es hier auch funktioniert. Also ja, wenn man selber hinter einer Sache steht und das habt ihr, ja, dann kann das auch so klappen, wie es in diesem Fall geklappt hat. Ja, ich bin letztes Jahr auch zu dir, Estina, gekommen. Ich war damals schon im großen Erfolg und dann haben wir zusammen noch mehr als Erfolg geschafft, ja. Ja, das ist so schön. Und jetzt sehen Sie einmal eine kleine Dia-Show über all die Veranstaltungen oder die meisten Veranstaltungen, die gemacht wurden. Viel Spaß.
Das waren unsere Veranstaltungen. Und es wurde ja noch viel mehr gemacht. Was wurde alles in dem Projekt erreicht? Welche Ziele? Wir hatten drei Hauptziele des Projektes. Und das war einmal die erfolgreich integrierte Menschen mit Migrationshintergrund zu gewinnen, fürs Projekt als Vorbilder zu gewinnen. Und wir haben uns 11 Vorbilder für diese 3 Jahre vorgenommen. Wir haben aber 24 gewonnen, was uns doppelt mehr so freut. Und, oder das ist mehr als doppelt geschafft. Und das andere Hauptziel des Projektes war natürlich, die Jugendlichen zu erreichen, zu aktivieren. Und da haben wir etwa über 300 Teilnehmer in dem Projekt erreicht oder mit dem Projekt erreicht und so in verschiedenen Veranstaltungen und Workshops aktiviert und hoffentlich auch motiviert und inspiriert. Das dritte Ziel, das war die Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Und da haben wir auch eine Menge vielen schönen Sachen gemacht. Und aus eurer Sicht, was habt ihr da erreicht mit dem Projekt? Wir haben mehr als das erreicht. Ja, zum Beispiel, wir sehen, dass beiden die Freundschaften auch geschlossen wurden und uns vertrauen werden, weil die Jugendlichen immer zu uns kommen und immer aktiv bleiben möchten. Genau, ja. Es werden nicht nur unter Jugendlichen, aber auch unter Vorbildern Freundschaften geschlossen. Das war außer diesem Rahmen, wo wir uns so vorgenommen haben. Also die Freundschaften geschlossen und das Vertrauen wird uns geschenkt. Was ich auch besonders schön finde, dass eben die Vorbilder, die ihr gewonnen habt, also jetzt, das Projekt endet ja nun leider zum 30. September, aber dass sie eben nicht sagen, okay, ein Projekt hat immer einen Anfang und hat immer ein Ende, dass sie jetzt sagen, das Projekt ist zu Ende und wir trennen uns alle und die Wege trennen sich. Nein, dass sie eben sagen, also ich würde auch weiter zur Verfügung stehen für die jungen Leute. Also das finde ich ganz wunderbar. Und dass wir natürlich auch schon aus den Reihen der Jugendlichen, die über diese Zeit in dem Projekt gewesen sind, auch selber, dass sich da schon Vorbilder entwickelt haben. Das ist doch ganz toll. Ja, genau. Also dass es eben neben den ganzen Projekten, die ihr gemacht habt, neben den Produkten, die entstanden sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, worum es gerade geht, eben eine unheimliche Nachhaltigkeit eben in diesem Projekt, die es da gibt. Und das finde ich einfach ganz toll. Das ist auf jeden Fall sehr schön, dass das einfach, das ist nicht, ihr habt nicht das Ziel erreicht, ihr habt mehr als das erreicht. Ihr seid über das Ziel gegangen und das ist halt das Schöne. Und das Projekt kann eben weiter wirken, ne? Also das ist toll. Ne? Ja. Und nochmal zur Öffentlichkeitsarbeit, was habt ihr da alles geleistet, was habt ihr alles gemacht? Schon am Anfang des Projektes haben wir viele Sachen erstellt, wie zum Beispiel Flyer, Poster, Broschüren und Plakaten und somit die Öffentlichkeitsarbeit informiert, dass das so ein Projekt gibt. Wir sind in allen Stadtteilkonferenzen gewesen, wo wir das Projekt präsentiert haben, vorgestellt haben. Wir haben bei Radio Weser, mit Radio Weser TV, viele Sachen geschafft, wie zum Beispiel TV-Sendungen, Radiosendung, viele Filme gedreht, Kurzfilme gedreht und wir haben auch eigene Internetseite, da steht alles unsere Aktivitäten. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, gibt es auch kurze Videos über die Vorbilder. Man kann auch unter Pädagogisches Zentrum, da ist unser Kanal. Ja. Es gab ja auch Ausstellungen mit den Plakaten, die wir erstellt haben. Die Ausstellungen fanden in verschiedenen Orten statt, wie die Hochschule Bremerhaven, Dienstleistungszentrum auch letztens oder Schulen, Jugendmigrationsdienst auch, Familienzentren.
Wir haben auch aber eine Fragebogenaktion durchgeführt, die war dafür da, damit wir die Meinung über jugendlichen Migranten in Bremerhavener Bevölkerung so ein bisschen zu verbessern oder das sehen können. Dafür war die Fragebogenaktion. Aber selbst haben auch unsere Teilnehmerinnen eine schöne Aktion durchgeführt. Die haben einfach Mikros genommen, an die Hand genommen und mit Kamera mit uns auch am Deich sind wir gelaufen und du warst selber auch mit dabei. Ich war dabei auch, ja. Und da habt ihr die Fußgänger, die Gäste, Bremerhavener Gäste, Bremerhavener, gefragt nach der Meinung. Wie ist die Meinung, wenn es um jugendliche Migranten geht? Ja, das war die Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Ihr habt in dem Projekt in den 3 Jahren so viel erlebt, so viele Momente gehabt. Gibt es irgendwelche unvergessliche Momente, die ihr gerade so die einfallen? Ja. Die gibt es und ganze Menge, also ganz viele Momente, unvergessliche Momente. Ich muss sagen, selbst schon anfangs auch, am Anfang des Projektes, wo wir die Interviews geführt haben, da gab es Interviews, wo wir über ganze Stunden nur gelacht haben und lustige Geschichten uns angehört haben, aber es gab auch Interviews, wo wir mit Tränen in den Augen uns die Geschichten uns angehört haben und ja, die vergisst man einfach nicht, die bleiben für lange Zeit im Kopf. Ja, da sind die, aber es gab ja auch, Entschuldigung, noch peinliche Momente zum Beispiel. Ja, auch. Ich weiß noch, ich war einmal mit meinem ehemaligen Kollegen Dietmar Köhler, Stadtteilkonferenz, Lehe, ich weiß genau. Und da haben wir uns so gut vorbereitet. Wir haben uns beeilt, da wir die Internetseite schon fertig haben und auch mit 2 ersten Videos beeilt, damit das schon fertig ist und damit die Präsentation nicht so trocken ist, einfach nur erzählen, sondern dass wir noch Bilder haben, Musikhintergrund und Film. Und da war alles so vorgeplant und so organisiert, damit wir das durchführen können. Und dann aber letztendlich hat es nicht geklappt. Und wir mussten das, was wir vermeiden wollten, so machen. Also zum Beispiel so einen Moment. Ja, für mich auch ist alles, was wir im Projekt gemacht haben, von Aktivitäten, die sind alle unvergessliche Momente, ja. Aber gibt es eine, als wir unsere zweite Rap-Song gedreht haben, Alan wollte seinen Part auf dem Bau rappen. Ja, er hat das geschafft von oben. Wir haben auch die schöne Aufnahme genommen. Er hat uns auch von seinem Handy schöne Fotos gemacht. Und nachher er sagt, hey Leute, Hilfe, ich kann nicht runter. Das war doch ein bisschen zu hoch. Er hat Angst, wir haben auch Angst, dass er sich nicht verletzt oder so. Da kann ich nicht vergessen. Aber schöne, sorry, Fotos, aber schöne Fotos geschafft, ja. Und schöne Aufnahmen geschafft. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also zu dem zweiten Rap-Song noch. Den habt ihr ja vor kurzem gemacht, der ist jetzt fertig und den können Sie sich jetzt ansehen. Viel Spaß! Du bist mein Vorbild, du bist mein Vorbild. Neue Wege finden und sie gehen, wenn sie gut sind. Alleine war's schwer, zusammen neue Ziele finden, kein Platz für Unsinn. Der Weg war lang und steil, nicht sehr, es war anstrengend bis hierher. Es war meine eigene Entscheidung, ich hab's geschafft und schaff noch viel mehr. Du hast mir gezeigt, wie es gehen kann, mich voll Gefahren gewarnt, die es geben kann. Bist nicht von meiner Seite gewichen, danke, du hast mich mit keinem verglichen. Du hast mir gezeigt, man darf sich nicht verstehen, um Glück zu spüren in allen meinen Zellen. Du bist mein Vorbild, meine Motivation, die Quelle meines Mutes, meine Inspiration. Ich weiß, dass ich gut bin, die einzige Option. Ich stehe, ich verteidige meine Position. Du bist mein Vorbild, meine Motivation.
ist meine Inspiration. Ich weiß, dass ich gut bin, die einzige Option. Ich verstehe, ich verteidige meine Position. Du bist mein Vorbild, meine Motivation. Die Quelle meines Mutes, meine Inspiration. Aus der Ferne, bin seit 3 Jahren in Deutschland. Was ich kann, das kannst auch du schaffen. Rhetorik und Sprache sind die richtigen Waffen. Meine Worte sollen niemanden verletzen, sondern helfen mir, mich hier durchzusetzen. Ich hatte den Willen und fand auch den Weg. Ich weiß, dass ich gut bin, ist mein Privileg. In meiner Heimat geboren, als Kind hergekommen. Eine zweite Heimat gefunden, wurde angenommen. Ich bin seit 2 Jahren hier, Zeit ist egal. Eine positive Zukunft ist meine Wahl. Ich unterscheide zwischen gut oder schlecht. Meine Ziel zu erreichen, das ist mein Recht. Ich bin ein Vorbild, die Motivation. Die Quelle, meine Kraft, meine Inspiration. Ich weiß, dass ich gut bin, die einzige Option. Hier stehe ich, verteidige meine Position. Du bist mein Vorbild, meine Motivation. Die Quelle meines Mutes, meine Inspiration. Ich weiß, dass ich gut bin, die einzige Option. Hier stehe ich, verteidige meine Position. Du bist mein Vorbild, meine Motivation. Die Quelle meines Mutes, meine Inspiration. Song. Ich hoffe, Ihnen hat das allen gefallen. Ich bin jetzt mit einigen Teilnehmern und Vorbildern hier und Sie stellen sich einmal vor. Ja, mein Name ist René Moritz. Wo ich mehr sagen? Ich bin Tatjana Volz. Mein Name ist Nilo Fatajik. Ich bin Shesa. Ich bin Benna. Ich bin Alan Ali. Ich bin Sarah. Und ich bin Craig. Genau. Und die meisten hier haben am Rap-Song mitgewirkt. Und jetzt frage ich an die beiden, die nicht mitgewirkt haben, wie fandet ihr den Rap-Song? Also ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Ich hätte mich das persönlich nicht getraut, deswegen finde ich das nämlich auch so gut, weil da steckt auch viel Arbeit hinter, denke ich mal. Weil nicht nur den Text schreiben, sondern auch das Drehen und alles nach der Schule, weil ihr geht ja auch alle noch zur Schule. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Es war für die wenige Zeit, die sie hatten, sehr schön, um die anderen eine Hoffnung zu geben. Und an Craig, woher kam die Idee, so einen Rap-Song zu produzieren? Also die Idee kam erst einmal von Justina und der Leitung des Projekts. Ich mache das schon einige Zeit mit jungen Menschen, auch in Schulen, auch im Rahmen der Prävention, Raps zu schreiben. In diesem Fall, denke ich, war es so ein bisschen auch so dieser Hintergedanke, dass ich durch das Rap-Schreiben, durch das Rappen, ja eben auch Lesen, mein Türkisch massiv aufgebessert habe. Ich habe vor ein paar Jahren ein türkisches Album rausgebracht und gerade für die jungen Menschen hier, die alle sagten, ich schaffe das nicht, ich will das nicht, ne, so, die Aktion ging doch nach vorne und gerade das Deutsch zu benutzen und das auch wirklich dann zu bringen, war für einige schwer, aber sie haben es durchgezogen und das ist ein Schritt in eine Richtung und einfach ein gutes Werkzeug. Und dieses Handwerk, Hip-Hop bzw. Rap in diesem Fall oder Musik, wie auch immer, kann man in vielen Facetten da ausnutzen, finde ich, und es ist cool. Also mit Schlager hätten wir es nicht hingekriegt. So. Und jetzt an die Jugendlichen, an die Teilnehmer. Warum habt ihr bei diesem Projekt mitgemacht? Wo kam die Motivation? Ja, also eigentlich, das die Idee kommt natürlich durch Justina. Also ich habe erstmal Justina seit 2 Jahren kennengelernt.
Und sie hat erstmal vorgeschlagen, dass wir einen Rap-Song machen, einen Workshop. Natürlich hatte ich erstmal also Angst und keine Ahnung. Also ich habe noch nie gerappt, besonders geht es um aus andere Sprache auch. Also das ist sehr schwer auch, man muss die Akzent richtig hinkriegen. Und dann ja, also hat sie es nämlich motiviert, einmal auch die anderen. Dann habe ich auch die beiden hier kennengelernt und dann bin ich auch mittlerweile so noch mehr motiviert. Und dann wollte ich einfach da teilnehmen. Also, und ich fand es richtig gut, also hat es geklappt. Also besonders, als ich das Video angeguckt habe, also ich fand es richtig krass, wenn wir mal vergleichen, aber dass wir in so wenige Zeit in Deutschland sind. Und also ich finde das richtig gut. Und ihr, warum habt ihr da mitgemacht? Also ich habe ja auch schon am ersten Rap-Song-Projekt teilgenommen und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem die Arbeit mit der Kamera und so. Das war auch ein neues Bereich für mich. Und ja, ich wollte halt das nochmal machen, weil es auch beim ersten Mal sehr viel Spaß gemacht hat. Okay, dann wie habt ihr alle von dem Projekt erfahren? Also woher kennt ihr das? Zum Beispiel, Alan hat ja gerade gesagt, durch Justina. Und bei euch? Ja, also ich habe das auch durch Justina gehört, ja. Weil, wie gesagt, ich war mit ihr vor einem Jahr auch in diesem einen Rap-Song dabei. Und dann habe ich das halt weiter mit ihr, also viele Projekte schon seit 10 Jahren schon irgendwie durchgezogen gehabt. Und ich bin schon mehrere Jahre in so einem Projekt dabei und daher ja, bin ich damit wieder eingestiegen, sag ich mal. Und bei dir? Also Sarah hat mir über diesen Projekt erzählt. Okay. Und bei welchen Veranstaltungen wart ihr mit dabei oder welche habt ihr geführt? Ich frage zum Beispiel René, was hast du schon alles gemacht? Alles gemacht, ja. Also ich bin ja auch schon 2,5 Jahre hier dabei, deswegen habe ich auch schon was gemacht. Ich war auf jeden Fall immer wieder bei den Vorbildertreffen dabei, habe mich mit den Jugendlichen getroffen, wenn es mal im Prinzip eine Gruppe war. An sich hatte ich keine eigene Veranstaltung. Es war eher so, dass ich dann individuell beispielsweise einen Jugendlichen Nachhilfe gegeben habe in naturwissenschaftlichen Fächern. Ich war bei der ersten Fernsehsendung war ich auch dabei, aber eher habe ich mich dann so zurückgehalten und habe bei den Vorbildern-Treffen mitgemacht und habe dann mitgestaltet. Und jetzt frage ich nochmal einen Teilnehmer. Bei welchen Veranstaltungen wart ihr mit dabei oder ist das eure erste Sache gewesen, bei der ihr mit dabei wart? Also ich bin der Meinung, genauso wie René. Wir waren auch immer bei Rap-Song dabei, also bei jeder Sitzung war ich auch dabei, wollte ich auch immer die anderen Leute auch kennen erstmal, wie das dann weiterkommt. Ja, es war halt so, jedes Mal also habe ich noch mehr Leute kennengelernt, da kamen immer noch neue Leute dazu und das halt so. Und ich frage wieder ein Vorbild, ich frage dich. Findest du so ein Projekt wichtig und wenn ja, wieso und sollte es mehr davon geben? Ich finde es wichtig, weil es so viele Informationen zu Jugendlichen, die weitergehen wollen, geben kann. Deswegen finde ich das sehr schön. Und sollte mehr davon gehen, weil viele Migranten oder Migranten nicht so viele Informationen über Regeln in Deutschland haben. Sie können nicht weitergehen ohne so Informationen. Und wie findet ihr nochmal? Ja, also wie gesagt, ich fand das Video krass, als ich das nachgeguckt habe. Also ich habe darauf nicht erwartet, dass so ein Video so, weil ich, wie gesagt, habe noch nie gerappt und so ein Workshop noch nie daran teilgenommen. Also ich hatte immer Angst, also was wird danach passieren? Was kommt jetzt? Was kommt nach? Aber findest du das wichtig, dass es sowas gibt und sollte man sich mehr dafür einsetzen? Ja, also auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, besonders die Leute, die mit Migrationshintergründen, dass sie sich noch mehr in die deutsche Gesellschaft und Kultur also engagieren und dass sie keine Angst hatten. Also natürlich, ich rede auch von meinen eigenen Erfahrungen. Ich hatte auch natürlich Angst und immer noch. Aber man muss erstmal probieren. Also dann kriegt man das alles schon hin. Ich denke aber, dann hast du im Prinzip jetzt nur eine Perspektive. So, du siehst, ja. Okay, du kannst es schaffen, wenn du es nur willst. Ne? Also so wie jetzt gerade. Ich habe gesagt, ich würde es nie machen. Aber du sagst, könnte jeder machen, wenn er sich nur traut. Ne?
War auch so, man muss, also man sollte sich nur einfach treuen, dann kriegt man das hin. Ja. Und ihr wart alle bei so viel dabei und habt euch so engagiert. Habt ihr vielleicht auch unvergessliche Momente, die euch gerade einfallen oder irgendwas Witziges, Peinliches, was ihr mal erlebt habt in diesem Projekt? Also ich finde, in diesem Fall sollte man wahrscheinlich doch fragen, ob es Momente gab, die man vergessen hat, weil peinliche Momente gab es immer. Wir haben die ganze Zeit gelacht. Es hat immer richtig viel Spaß gemacht und man, also es hat einfach nur so, sagen wir so, angezogen. Man wollte immer wieder, also man wollte sich immer wieder mit diesen Leuten treffen, immer wieder Spaß haben und ja, also ich finde, das ganze Projekt ist unvergesslich. Ja, vor allem bei mir, ganz am Anfang haben Justina und damals noch Dietmar mit mir den Spot gedreht über mich und da habe ich auch gedacht, das habe ich noch nie gemacht und wir haben auch jedes Mal gelacht, weil Justina dann, wir können noch so machen, wir können noch so machen und so. Und ja, also das werde ich auch nie vergessen. Und vielleicht, Craig, vielleicht beim Produzieren des Rap-Songs gab es da irgendwas, was man nicht vergessen kann? Das ist halt wie immer gewesen. Manchmal lief es dann so eine halbe Stunde. Es wurde halt auch viel diskutiert und in welche Richtung soll das eigentlich gehen. Dann lief das gar nicht. Dann hatten alle keine Lust mehr. Dann hatten sie wieder alle Lust. Und dann habe ich dann einen nach dem anderen das mal reingerufen. Klar, denke ich, ist bei einigen so dieser Schatten gewesen, aber über den sind sie gesprungen. Und das erkenne ich immer wieder. Also nicht nur im Rap, sondern egal was. Das ist ein bisschen auch dieser Gruppenzwang, nicht, aber so dieser Gruppendruck vielleicht dahinter, der tut immer ganz gut, finde ich. Aber jeder Einzelne hat dann einfach mal so, weiß ich nicht, glaube ich, überlegt, doch, ich mache das jetzt. Egal. Und gucken, was passiert. Wir wussten überhaupt nicht, was passiert. Mhm. Wir wussten nichts. Wir wussten nicht, wie der Track klingt. Vielleicht eine Überschrift im Kopf, was, also Vorbilder, klar, mein Vorbild, ein Vorbild. Aber im Endeffekt ist es immer so, wir kreieren da etwas aus dem Nichts. Und das hat mich dann, wie ich oft das mit jungen Menschen habe, doch sehr, sehr erfreut so und mitgenommen. Es funktioniert. Und für euer Leben, eine Sache habt ihr gemacht, nächste Sache ausprobieren. Das ist sicher, wenn ich eine Ausbildung mache, muss ich nicht nur diese eine Ausbildung für mein Leben ausbauen. Und immer als Schlosser arbeiten zum Beispiel, sondern weitersehen. Hauptsache immer am Rollen bleiben. Egal wo man ist, egal mit wem man zusammenlebt. So. Und ich finde das auch alle toll, weil ihr seid ja auch alle freiwillig da, ehrenamtlich. Ihr macht das alle, die Vorbilder und die Teilnehmer. Und dass ihr euch so für dieses Projekt auch engagiert und da mitmacht, das finde ich toll, wollte ich nochmal sagen. Und Shesa, jetzt kommen wir zu dir. Du warst eine Teilnehmerin des Projektes, jetzt bist du ein Vorbild. Das heißt, du hast das Projekt nachhaltig. Also wegen dir ist das Projekt nachhaltig, auch wegen euch anderen allen. Bloß erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Also das Erste, was ich sagen muss, ist, dass dieses Projekt mich, also das Projekt ist das, was mich zum Vorbild gemacht hat. Ich wurde von diesem Projekt motiviert, inspiriert und ich fand es auch sehr toll und sehr beeindruckend, wie das alles organisiert war und wie vielen Menschen eigentlich dieses Projekt geholfen hat. Und ich wollte auch ein Teil davon werden und ich wollte auch den Menschen helfen und nicht einfach nur beiseite stehen. Und ja, ich wollte halt mehr machen und ich weiß, dass es sich gelohnt hat. Es hat was gebracht und es hat auch viel Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Projekt bleibt so nachhaltig. Wird es auch sein, da ihr alle auch befreundet seid und wir alle so miteinander zu tun haben und weitergehen werden. Und dann bedanke ich mich an euch allen für dieses Interview.